Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es noch was auf die Ohren von mir. Und zwar möchte ich euch heute diese Bluetooth-Box von der Firma Blitzwolf vorstellen. Und zwar ist es das Modell BWF4 oder wie meine Alexa so gerne sagt, Baden-Württemberg F4. Frag mich, wie sie darauf kommt, aber sie sagt es halt gerne, wenn sie sich damit verbindet. Ich persönlich finde diese Bluetooth-Box echt super. Sie hat 2x 10 Watt, also hat auch ordentlich Musik drin. Ein Bassverstärker ist drin. 4000 mAh Akku, der euch echt für längere Zeit mit Musik versorgt. Also so 7 bis 10 Stunden habt ihr da schon was von. Ist auch gar nicht mal so leicht. Also es wiegt ja, 670 Gramm ungefähr, also schon mal eine massive, ordentliche Box. 80 Dezibel ist die Maximallautstärke. Mir persönlich reicht das vollkommen. Also sie ist ideal für zum Grillen mitzunehmen, zum Campen, auf der Terrasse, im Park, wo auch immer ihr mal ein bisschen flexibel sein möchtet mit Musik. 18 Monate Garantie. Coole ist, sie hat auch einen Line-In-Eingang. Also ihr könnt auch das Smartphone oder welches Gerät auch immer direkt über Line-In verbinden. Und es ist sogar ein kurzes Line-In-Kabel mit dabei. Genauso wie ein Micro-USB-Ladekabel, weil ihr könnt es halt über Micro-USB laden. Akku dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden, bis er voll geladen ist. Freisprecheinrichtung ist auch drin, funktioniert ebenfalls super. Ihr könnt Gespräche damit entgegennehmen und beenden, und wenn ihr die Taste ein bisschen länger gedrückt haltet, dann wird die letzte Nummer gewählt. Ihr könnt durch Musikstücke skippen, ihr könnt die pausieren und ihr könnt hier lauter leiser machen. Aufgestellt wird sie so, weil die Box rundherum läuft. Also ihr habt hier rundherum die Lautsprecherbox. Auch sehr schön und wertig. Also das Ganze ist echt angenehm verarbeitet, schön und wertig. Bluetooth-Kopplung funktionierte sowohl mit meinem Amazon Echo und mit dem Dot wunderbar. Wobei ich sagen muss, ich persönlich finde, dass diese Box einen weitaus besseren Klang hat als die Original Echo Box. Also wenn ihr euch überlegt, zum Beispiel eins von diesen Alexa-Geräten zu kaufen, dann würde ich euch den Dot empfehlen, und diese Box, da habt ihr eigentlich wirklich einen besseren Sound. Ich mache mal an, dann könnt ihr mal hören, wie es ist. Also ihr könnt sie hier an- und ausschalten zum Strom sparen. Wenn sie eingeschaltet ist, dann macht sie hier das kleine Lämpchen an. Jetzt ist sie an. Und jetzt ist sie auch schon verbunden oder ist sich gerade am Verbinden mit meinem Handy, denke ich mal. Schauen wir mal. Naja, ich habe Flugmodus an, da kann sie sich natürlich nicht verbinden. Deswegen ist das hektische Blinken hier auch. Und dann schauen wir einfach mal, wie sie sich anhört. Also ich finde, sie hört sich gut an. Hat einen ausgewogenen Klang. Ich nehme mal hier so GEMA-freie Musik von Music Unlimited. Also ich finde sowohl die Bässe auf leiser Musikeinstellung werden die Bässe auch verstärkt. Also ihr könnt die auch richtig gut fühlen hier. Das macht richtig bup, bup, bup. Und ich finde den Sound wirklich gut. Okay. Also es ist auch nichts verzerrt oder so, wenn ihr auf voller Lautstärke habt. Ich finde, es ist ein sehr ausgewogener, schöner Klang. Höhen, Tiefen, Mitten, alles passt. Bässe sind auch da zur Not. Wenn es euch nicht passt oder gefällt, könnt ihr es ja immer noch mit dem Equalizer euren Wünschen anpassen. Ich werde sie euch unten verlinken. Sie ist absolut erschwinglich und ich kann sie wirklich empfehlen. Bluetooth-Reichweite in der Wohnung sind mehrere Meter, draußen natürlich noch weiter. Und schaut es euch an. Hier unten ist auch schön gummiert, die ganze Unterfläche, damit man so ein bisschen entkoppelt hat und nicht irgendwo
ja, ich sag mal, so ein Schnarren verursacht, falls es auf einer Oberfläche steht, die nicht, ja, die vibriert oder so. Also das Ganze hier ist gummiert und hat noch diese kleinen Füßchen und das entkoppelt das auch nochmal schön. Ja, schaut sie uns euch an. Blitzwolf Modell BWF4. Ich verlinke sie euch unten mal. Blitzwolf hat auch noch andere coole Sachen. Könnt ihr ruhig mal reinstöbern. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.